Hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Darius und heute will ich wieder ein paar Leute in meinen Fallen haben. Mutters Behausung, Roter Wald. Okay, die Map geht fünfmal. Oh, hoffe ich mal. So eine Falle setzen. Ich habe Perks mit. Ich habe hier. Als Perks habe ich mit Erregung. Ruin habe ich gerade getrappt. Franklins Niedergang, weil die hatten drei Toolboxen und einen Medikoffer. Am Anfang. Und natürlich Not. Okay, wir haben eine Obsession. Natürlich nicht so schön, das heißt, wir haben Strike. Oh, hier oben sind sie. Zumindest war hier jemand. Die Falle mitnehmen. Da hat es geknallt. Oh, das ging ja noch hart. Ach, die haben sabotiert. Zum Glück habe ich Erregung mit. Darum sind die Toolboxen. Das sind keine Genmacht-Toolboxen, sondern wahrscheinlich Saboteure. Ah, eine Falle glatscht. Da hinten, ah, ist mein Totem. Oh, er ist raus und jetzt liegt er. Oh, Diamantschleifstein. Oh. Muss ich nur noch finden. Da ist er. Ein Bill. Ist ja sehr schön, dass gleich meine erste Falle mein Diamantschleifstein viel gebracht hat. Trotzdem mein Tod gut gemacht. Arsch. Das ist meine Obsession. Ist runtergesprungen. Der leckt ein bisschen, hä? Ein bisschen ist gut. Okay, mein Ruin ist weg. Warum habe ich denn nicht gehört, dass er dran gearbeitet hat? Oh, jetzt wieder hochgelaufen. Weil er jetzt hier hängt, kann ich ihn gleich anhängen, bevor sein Strike trifft. Beziehungsweise bevor er überhaupt die Chance hat, einen Strike zu machen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt, mal zwei Aufgaben, einen General gemacht. Schon mal ganz gut. Soweit. Okay, Bill hat sich hochgeheilt. Muss man noch ein paar mehr Fallen sitzen. Das ist. Da habe ich nämlich reingenommen. Schnell Fallen setzen. Und gefährliche Fallen gleichzeitig. Da ist ein Bill. Vielleicht. Nee, doch, ist ein Bill. Guck, rennt um die Falle. Yep. Dann bringen wir den gleich wieder an den Haken. Aber ich gehe nicht hindurch. Und ich springe an den Haken. Der ist viel schöner. So. Bill hängt schon zum zweiten Mal. Das ist jetzt mal sehr praktisch. Heißt, bin noch gut im Rennen. Muss mal alles vertrappen, was hier irgendwo trappbar ist. Hier liegen noch viel zu viele Fallen ungetrappt. Okay, wurde gerettet. Gen wurde gemacht. Da hinten ist mein Lagger. Oh, der leckt doch wie ziemlich. Boah! Das Gelege ist ja richtig uncool. So. Einmal. Da hinten leckt er lang. Den jagen wir weiter.
Der hier hat einen Strike. Das ist mir viel zu gefährlich. Darum. Oder einfach direkt geschlachtet. Ich wollte ihn eigentlich dafür aufheben, dass man also dass ich erst in schlechtere, wenn er schon das zweite Mal gehangen hat. Aber der hat erstens hat er geleckt, zweitens hat er noch einen Strike. Den hat jetzt keinen Bock drauf. Hier ist eine Falle, nehme ich mal mit. Hier hinten ist eh nichts mehr. Keine Stoppschwierigkeiten hier, Herr Jen. Wo sind die jetzt am besten? Da, in dem? Ne, da nicht. Ah, verdammt. Jetzt ziehen die richtig schnell an. Wenigstens habe ich das Mittelhaus gut getrappt. Das ist nämlich immer das Gefährlichste. Beziehungsweise das am blödesten zu verteidigen ist. Hier arbeitet jemand. Oder hat gearbeitet. Ne. Wo sind jetzt hier noch Gents? Ach, dort. Der eine ist da ganz oben, da hat noch keiner gearbeitet. Hier ist jemand gelaufen. So, ist nur die Frage, wo lang? Hoch. Hochgerannt? Hier lang gerannt. Da! Eine Claudette. Ah, nicht da hinten, da sind keine Fallen. Sind die ins Haus laufen können? So, erwischt wurde Pellet. Und die in den Keller bringen, ist vielleicht ein schlechter. Oh ne, hier ist noch ein Haken. Dann müssen wir nämlich erstmal, wenn wir die retten wollen, muss einer von Gents ausstehen. Oder erstmal ziemlich weit über die Karte laufen. Der hat nicht gearbeitet, der da oben wurde auch nicht oder? Ne, wird auch nicht gearbeitet. Da ist jemand. Das ist der Bill. So, dann wird der, wer auch immer jetzt noch übrig ist. Oh, Falle! Hat der aber ein Pech. Die Feindin der Bill ist jetzt jedes Mal, wenn ich den bekommen habe, in eine Falle gelaufen. Beim ersten Mal lag er durch einen Diamantstein. Beim zweiten Mal habe ich ihn rausgecrappt. Beim dritten Mal habe ich ihn auch rausgecrappt. Und der Bill ist ein armes Schwein. Das ist mein Fallen, Bro. Oh, da hat geknallt. Da wurde der Haken rotiert oder was? Ne, der Haken stand da dort hinten. Ist hier durchs Fenster gesprungen. Ja, der Haken steht noch. Hm. Oh ja, egal. Ich patrouille mal das Gents. Habe ich gar nicht aufgepasst, wem ich jetzt noch gar nicht am Haken hatte. Also beziehungsweise von den zwei da unten, die jetzt noch leben. Welcher jetzt der ist, der noch gar nicht hing. Wurde ein bisschen gearbeitet. Wahrscheinlich von Bill für uns. Aber ich glaube, ich habe Claudette, die hing. Das glaube, das war ein Bild, zweimal David und einmal Claudette. Also muss ich dann eigentlich einen David erstmal jagen. Da hinten ist jemand. Claudette. Gucken, ob ich die hinten hinlocken kann. Zur Pellet da. Genau, da lang. Ja, lauf da lang. Genau, genau, genau. Das wollte ich doch. Ab in die Falle! So, ich wollte eigentlich aber eigentlich den David haben.
Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich die Kletette nicht ganz töte, sonst kann David the Hedge nehmen. So, die Falle da hinten nehme ich mal weg. Die brauche ich hier nicht mehr. Ich verschwinde mal hier ein bisschen. Verdammt, die hat sich töten lassen. Das heißt, David campt bestimmt die Hedge. Hat bestimmt Premates. Er hat gesagt, ich bin unter der Hedge. Nein. Campt nicht die Hedge. Oh, nee. Ich dachte, habe ich jetzt gehört. Die Frage, wo ist die Hedge? Manchmal ist sie auf so einem Hügel. Oder in solchen, Pellets hier. Jetzt haben wir eine Falle hin. Das ist scheiße, laute Gepuppe von den. Ne, niemand. Von den Gens, da hört man manchmal die Hedge nicht, wenn die ganz in der Nähe ist. Ah, hier komme ich nicht durch. Super. Okay, dann wollte ich doch keine Premates. Das hat sich einfach nur so töten lassen. Hier ist bestimmt die Hedge hier irgendwo hier hinten, wo ich keine Fallen habe. Höre ich auch nichts. Okay. Wo ist die? Hier. Ach, hat er gesagt, die ist auf dem Hügel. Ist das ein einfach Hochlaufhügel? Ja. Jetzt ziehe ich mal hier eine Falle hin in dieses Gras. Das ist jetzt mies. Ich könnte jetzt rein theoretisch den Eingang so vertrappen, beziehungsweise den Hügel hoch so vertrappen, dass er nicht einfach hochgehen kann. Falle! Das ist natürlich jetzt schlecht für dich, weil selbst wenn du rauskommst, ich hab Diamant Schleifstein. Dann liegst du im Dreck. Oh, bist rausgekommen, aber egal. Hab dich einfach auf. So. Es gibt zwar keinen Doppelpip, weil ich den End zu früh getötet habe. Aber immerhin alle vier erwischt. Zack. Hinkt der auch. Jetzt von ein paar Fallen für Punkte. Aber ich bin schon so gut wie voll. Naja, lief doch ganz gut im dunklen Wald. Und mit dem schnellen Setzen war wirklich eine gute Entscheidung. Ja, maximal. Weil der Diamantschleif dann ist halt richtig gefährlich. Weil selbst wenn du reinkommst und dann rauskommst, weil der Körper weit genug weg ist, kommst du nicht weg. Und wenn dich einer raushilft, wenn du zu zweit läufst und einer rennt nein, wird sofort rausgeholfen durch den anderen, liegt aber erstmal im Dreck, dann kannst du viel besser einfach rankommen. Ja, der hat mir total geleckt, hat einen Strike. Oder hatte der überhaupt einen Strike? Mal nachgucken. Welcher war das? Der hier oben war das. Ach, hatte nur einen auf 1. Dann wäre es gar nicht mal so schlimm gewesen. Nein, der hat doch die meisten Punkte gemacht. Wahrscheinlich, weil der zweimal gerettet hat. Ja, er hat glaube ich zweimal gerettet, da hat er noch die meisten Punkte gemacht. Was war es denn hier? Reparaturgeschwindigkeit. Und das war Sabotage. Ne, Reparatur und Sabotage. Ne, beides doch auch Reparatur. Zweimal reparieren, auch reparieren. Okay, haben sie doch nicht sabotiert, haben sie repariert. Darum ging es auch so im mittleren Ende. Plötzlich so flink. Ja, ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben, was ihr so zum Diamant-Schleifstein sagt. Und ob es
Ob ihr auch denkt, dass das schnelle Setzen in Kombination mit dem Diamantstein das Beste ist oder vielleicht eher doch dunklere Fallen. Aber ich denke, na, ich weiß auch nicht. Dunklere Fallen sind natürlich auch cool oder eine Falle mehr tragen, finde ich auch nicht schlecht. Aber so kannst du halt auch mitten in der Jagd schnell noch eine Falle hinsetzen. Und die ist dann wirklich extrem gefährlich. Naja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.